Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Absagen. Ja, ein Gig abzusagen macht hoffentlich niemandem von euch Spaß. Es ist eine ganz unangenehme Situation und sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Eventuell kommt von der anderen Seite eine Absage, also eben dem Veranstalter. Und ja, generell ist es was zum Glück nicht so häufig vorkommt. Aber es wird dir in deiner DJ-Karriere bestimmt passieren, dass du mal in diese Situation kommst. Und so solltest du auf jeden Fall gut vorbereitet sein, dass dir hier kein großer Nachteil dadurch entsteht. In erster Linie auf jeden Fall absagen, weil du keine Lust hast, weil auf einmal irgendwas Besseres dir noch dazwischen gekommen ist, weil auf einmal spontan du eine Einladung zu einem Geburtstag bekommen hast oder du gesehen hast, dass in einer anderen Location vielleicht noch ein cooler DJ spielt, den du schon immer mal sehen wolltest, dann ist es auf jeden Fall dein Pech. Das ist ein absolutes No-Go aus solchen Gründen, hier diesen Gig abzusagen, denn du bist ja eine gewisse Verpflichtung eingegangen, du hast die Verantwortung als Dienstleister eben hier diesen Job auszuüben, für den du dich auch ja, angekündigt hast, zu dem du auch zugesagt hast und insofern geht es auf jeden Fall gar nicht. Wenn du mal absagen musst, dann ist es sowas wie Krankheit, höhere Gewalt oder du hast wirklich elementare Probleme mit den Veranstaltern, mit dem Booker, Geschäftsführer, wer auch immer da mit bei den Verantwortlichen dabei ist, dass man wirklich sagt, das sind unüberbrückbare Differenzen, es macht keinen Sinn, aber das sind eigentlich auch schon die einzigen Möglichkeiten, bei denen man dann noch halbwegs verantworten könnte, dass der Gig abgesagt wird. Unter Umständen, wenn du einen sehr großen Bekanntheitsgrad hast und das Ganze zum Beispiel dann auch im Gastspielvertrag geregelt wurde, hast du die Möglichkeit, wenn ein besseres Angebot für einen Gig reinkommt, hier diesen Gig eben abzusagen. Das ist aber meistens dann damit verbunden, dass das Ganze auch finanziell entschädigt wird von deiner Seite aus. Und deswegen muss man natürlich schauen, ob sich das Ganze dann auch noch lohnt. Bei ganz bekannten Leuten ist es zum Beispiel auch so, dass wenn zum Beispiel dann eine große Anfrage kommt vom Fernsehen oder was man sich alles nicht so vorstellen kann, also eben auch wieder wichtige Business-Termine, aber auf jeden Fall kein Quatsch von wegen keine Lust oder ich habe irgendwas Besseres zu tun. Wenn du absagen musst, dann so zeitig wie möglich. Da macht es keinen Sinn, noch groß rumzudrucken oder zu überlegen, schaffe ich es heute vielleicht doch noch, ist die Krankheit vielleicht doch nicht so schlimm wie gedacht und das dann eben komplett rauszögern bis kurz vor der Veranstaltung, um dann doch die Reißleine zu ziehen und zu sagen, nee, ich schaff's doch nicht. Denn dann ist es meistens schon zu spät, einen adäquaten Ersatz aufzutreiben. Hier knüpfen wir natürlich wieder an den Punkt, wenn du der DJ bist, der fit ist und eben dein DJ-Kollege krank geworden ist, kannst du genau in diese Situation reingrätschen. Aber eben, back to topic, wenn du krank bist, dann entscheide dich frühzeitig, ob du jetzt den Gig spielen kannst oder nicht. Und wenn du zu dem Entschluss kommst, dass du ihn nicht spielen kannst, dann sag direkt Bescheid. Da werden dir die Leute eher sogar noch dankbarer sein, wenn du dich wirklich zeitig meldest und das alles anständig aufklärst, anstatt so eine halbe Stunde, Stunde vor deinem eigentlichen Gig mal kurz was verlauten zu lassen, dass du heute eben einfach mal nicht kommst. Wenn es für dich möglich ist, dann solltest du auf jeden Fall einen adäquaten Ersatz besorgen. Adäquat bedeutet auf einem ähnlichen Skill-Level wie du. Er sollte die Veranstaltung genauso bedienen können wie du, was jetzt eben die Ansprüche des Publikums und des Ladens angeht, also eben Musikrichtung und eben was man so darstellt als DJ, was du ja auch tust, für was stehst du, das sollte sich natürlich mit deinem Ersatz sehr überschneiden oder auch etwas fies gesagt im Vergleich zu dir noch ein draufsetzen, dass eben mal mindestens dasselbe geboten wird als das, was vorher eigentlich versprochen wurde. Wenn du dann eben absagst durch ein lukratives Angebot in der Nachbarschaft, dann wirst du dir mit Sicherheit selber ein Bein stellen, denn hier schaffst du ja eine ja, eigentlich unnütze Konkurrenzsituation, da tust du dir keinen Gefallen. Deine alte Location wird sich natürlich auch denken, also mit so jemandem müssen wir nicht weiter zusammenarbeiten
Und die neue Location denkt sich vielleicht auch umgekehrt, okay, der ist ja jetzt nicht der loyalste DJ, also werden wir dem wahrscheinlich weniger ein Residency anbieten. Also hier kannst du eigentlich nur verlieren. Und selbst wenn du mal in einer Nachbarlocation irgendwo auflegst, dann klärt es am besten alles ab. Insofern dann alles cool ist und alle Parteien damit einverstanden sind, dann natürlich bitte. Wenn der Veranstalter mal absagt, weil es zum Beispiel zu einer Doppelbuchung gekommen ist, es kommt zum Glück auch nicht oft vor, aber eben es kommt auch vor, dann kannst du ja nichts dafür und theoretisch wärst du ja auch in der Lage zu spielen. Du hast dich gut vorbereitet und eigentlich hast du ja auch ein Recht zu spielen. Deswegen kannst du an dieser Stelle eben fragen, ob es möglich ist, dass zum Beispiel beide DJs spielen. Man kann sich ja den Abend aufteilen. Oder wenn es da wirklich keine Möglichkeit gibt, dass du hier zum Beispiel darum bittest, dass man dir trotzdem deine Gage auszahlt. Denn es gab ja im Prinzip dieses Commitment über diese Dienstleistung. Und insofern ist man da eigentlich auch schon dazu verpflichtet zu zahlen, denn du würdest deine Leistung ja auch erbringen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch ein Ausweichtermin. Insofern muss man halt dann gucken, wie das im Kalender passt, denn oft sind ja die Termine schon weit ins Jahr im Voraus geplant, von Seiten des Veranstalters als auch von dir. Da muss man halt schauen, inwiefern das Sinn macht. Und natürlich wäre das dann noch eine Möglichkeit, wo alle recht glimpflich davon kommen, wobei es natürlich trotzdem für dich blöd ist, denn der Abend fällt für dich weg. Und es wäre eventuell ja ein potenzieller Abend für dich gewesen, an dem du ja woanders hättest spielen können und somit ja auch wieder Geld verdienst. Also auf jeden Fall eine sehr unangenehme Situation. Das sind eben Möglichkeiten, wie man es vielleicht noch etwas lösen kann. Und wenn alle Stricke reißen, dann besteh einfach darauf, dass dir mal mindestens ein Teil der Gage ausgezahlt wird als Entschädigung für diesen Verlust. An dieser Stelle ist ein Gastspielvertrag sehr hilfreich. Gerade DJs in ihrer Anfangszeit werden da jetzt noch keinen parat haben, aber eben in solchen Verträgen kann derartiges auch geregelt werden und das bietet dann natürlich wenig Spielraum für Interpretationen oder Ausreden und wenn dieser Paragraph hier genau geregelt ist, dann hast du da natürlich auf jeden Fall eine bessere Verhandlungsposition. Dazu dann aber mehr im Office-Kurs. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.